Ja, hallo Dr. Sven Eggedy hier bei mir auf dem grünen Sofa. Ich freue mich, dass Sie da sind. Inwiefern hat die Corona-Pandemie die Digitalisierung in Ihrem Hause abseits von Homeoffice und Co. vorangetrieben? Ja, also die Digitalisierung als Beschleuniger natürlich erlebt, also wie wahrscheinlich alle anderen auch. Das ist jetzt keine Besonderheit gewesen bei uns im Vergleich zu anderen. Was noch ein bisschen verändert hat, ist auch durch diese Zeit, dass die Digitalisierung nochmal anders angegangen wird. Jetzt nicht komplett grundsätzlich anders, aber das Bewusstsein, dass man eben sich den kompletten Prozessen nähern muss. Dass man das Ganze userzentriert machen muss, dass die Fachseite auch eine Rolle spielt, dass man gemischte Teams hat. Das hat sehr stark zugenommen und auch dadurch, dass wir im Endeffekt eine Basisdigitalisierung und ein Basisverständnis auch im Haus erreicht haben. Also ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht jetzt vorher nicht unbedingt eine Videokonferenz benutzt hätten oder ein Format in einem virtuellen Rahmen abgehalten hätten, haben quasi in dieser Zeit sich dafür begeistern können, Scheu verloren. Und was wir jetzt sehen, ist einfach, digitale Instrumente werden dann eingesetzt, wenn man sie braucht, und analoge, dann, wenn sie eben auch nötig sind. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Entwicklung, finde ich. Der Mix macht es dann. Der Mix macht es, genau. Das Auswärtige Amt soll als Dienstleister innerhalb der Bundesverwaltung neue digitale Kommunikationsplattformen entwickeln und betreiben. Wie ist der Stand und welche Schritte kommen als nächstes? Ah, der Stand ist eigentlich total positiv. Wenn wir im Rahmen vom Konjunkturpaket federführend für die Bundesregierung Mittel bekommen, um die Geheimkommunikation neu aufzusetzen und quasi die Ablösung für die bestehende zu machen. Und wir haben, worauf ich sehr stolz bin, das komplette Team hat die ganzen Zeitlinien eingehalten, also jeden Meilenstein on time fertig bekommen. Und das Ganze haben wir ja federführend gemacht für die Kernressorts, also auch die anderen Ressorts waren beteiligt, wie BMI, BMVG, das BSI war stark damit beteiligt. Und das ist eine auch sehr schöne Entwicklung, was ja eigentlich ein extrem komplexes Produkt ist. Also wenn wir über Geheimplattformen reden, das riecht ja schon nach, das wird regulatorisch bestimmt eine schwierige Geschichte. War es auch, aber wir haben es fertig bekommen. Die haben eine vorläufige Zulassung des BSI für Telefonie und für Video. Wir sind mitten im Rollout, was sehr schön ist, dass wir Anfang des Jahres jetzt schon fertig waren und sind jetzt gerade dabei, den nächsten Schritt zu gehen, nämlich die Entwicklung für den Datenaustausch für so, für Nicht-Technikerinnen würde ich sagen, oder für Nicht-Techniker, das ist sowas wie eine geheime E-Akte ist. Darunter kann man das, glaube ich, am besten subsumieren. Und haben parallel dazu jetzt noch eine Entwicklung, dass wir im Rahmen von der Dual-Vendor-Strategie eine technische Interoperabilitätsschnittstelle herstellen wollen. Die ist auch gleichzeitig Voraussetzung dafür, dass wir im nächsten Jahr unsere sogenannte Diplo-Version machen. Und das läuft eigentlich ganz gut und ich freue mich, dass wir hier auch einen guten Beitrag leisten können zur digitalen Souveränität unseres Landes. Wie wichtig ist für Sie die Plattform hier, digitaler Staat, um sich mit anderen auszutauschen und auch neue Themen voranbringen zu können? Das ist natürlich sehr wichtig. Also zum einen freut es einen natürlich, dass man jetzt nach den langen virtuellen Formaten wieder sich persönlich austauschen kann. Da sind wir bei den Vorteilen des Analogen. Da kommen eben doch das eine oder andere nochmal anders Ja. rüber. Und dadurch, dass es so stark bezogen ist, eben auf den Public Sector, für uns ein extrem wichtiges Format, weil wir hier die Wirtschaftsteilnehmer kennenlernen, mit ihnen nochmal vertiefter austauschen können, die natürlich auch den Kernfokus Kundengruppe, Public Sector haben. Das ist natürlich eine schöne Sache. Und gleichzeitig treffen wir natürlich auch noch Kolleginnen und Kollegen aus dem Public Sector, die auch mit Digitalisierung zu tun haben. Das sind halt praktische Erfahrungsaustausche, gute Sachen. Herr Dr. Eggedy, ganz herzlichen Dank. Danke, Frau Kohl.